Hallo liebe Freunde des Rechts und vor allem des Open-Source-Rechts und von IT-Security. Leute aus den CERTs hatten in diesen Tagen lange Nächte. Was ist überhaupt ein CERT, mag man sich fragen. Ein Cyber Emergency Response Team. Und viele Leute, die in Unternehmen arbeiten, haben von diesen CERTs in diesen Tagen eilige und mit roten Flaggen markierte E-Mails bekommen, um zu sagen, allerhöchste Alarmstufe, das Internet steht in Flammen. Und wir betrachten uns mal, wie schlimm ist es eigentlich und aus juristischer Sicht, wer haftet eigentlich dafür, wenn das Internet gerade brennt? Log4j ist am Freitag entdeckt worden, eine Schwachstelle, ähnliche Qualität wie der Heartbleed-Bug aus der OpenSSL-Komponente vor einigen Jahren, weil die Komponente extrem weit verbreitet ist, Log4j, und weil der Exploit sehr, sehr leicht umzusetzen ist. Es könnte sogar reichen, in einem Minecraft-Chat einfach nur eine Zeichenfolge einzugeben. Und das ist tatsächlich alarmierend. Was wir uns zuerst gefragt haben, ist natürlich, wer ist betroffen? Sind User betroffen? Ist diese Komponente womöglich auf normalen Windows-Desktop-Rechnern installiert oder auf Handys? Nun, auf Handys findet man es nicht. Im Android-Betriebssystem ist in den Pflichtangaben nichts dergleichen zu sehen. Allerdings auf einem Rechner, wo Java installiert ist und zum Beispiel das Spiel Minecraft, findet man durchaus die Komponente Log4j in der Version 2.14 und deswegen empfiehlt der Hersteller Microsoft, die Java-Version schnell aktualisieren und zwar sowohl den Launcher als auch das eigentliche Programm, welches dann aus dem Netz geladen wird. Und das ist erstaunlich, dass eine solche Komponente nicht nur auf Servern, sondern auch auf Clients anscheinend installiert ist. Denn der erste Gedanke war, und so schreibt es auch der Spiegel in seinem letzten Artikel, das betrifft nicht die Leute, die Handys und normale Computer zu Hause haben. Sieht aber so aus, als wäre das vielleicht doch der Fall. Aber selbst wenn man nicht Minecraft oder eine Java-Umgebung mit Log4j am Laufen hat auf seinem normalen Rechner, kann es einen sehr wohl natürlich betreffen, wenn Server betroffen sind. Zum Beispiel, weil die Daten, die auf diesen Servern drauf sind, kompromittiert sind. Und da haben wir die schlechte Nachricht, dass es ziemlich lange dauern könnte, bis wir wirklich merken, welche Daten betroffen waren. Schauen wir uns den Exploit einmal etwas genauer an. Also Log4j ist eine Open-Source-Komponente unter Apache-Lizenz, sehr weit verbreitet, darf kostenlos eingesetzt werden, ohne dass Änderungen weitergegeben werden muss. Es handelt sich also um eine liberale Lizenz und das ist ja gerade der Grund, warum sie so weit verbreitet ist und quasi zum Standard geworden ist. Log4j enthält die Fähigkeit, ausführbaren Code zu interpretieren. Das ist keine gute Idee, weil es führt dazu, dass ausführbarer Code sogar in einem Minecraft-Chat gepostet und später ausgeführt werden könnte. Was besonders unangenehm ist, es kann passieren, dass die Dinger, die da geloggt werden, vielleicht auf anderen Systemen später ausgeführt werden. Dass man also gar nicht genau weiß, wo dann die tatsächliche Ausführung stattfindet. Es muss also gar nicht der Server sein, auf dem Log4j läuft. Im Augenblick sind wir überall dabei herauszufinden, wo ist es installiert, wie kann man es abbinden. Eine Möglichkeit ist natürlich das Update auf die 2.15-Version. Andere Möglichkeiten bestehen darin, die 2.14er-Version so zu konfigurieren, so zu starten, dass sie eben nicht die Befehle auflöst und interpretiert, die dort geloggt werden. Was kann passieren? Nun, es kann passieren, dass Daten kompromittiert werden und dass durch Serverzugriffe auch andere Daten, die dort vorhanden sind, ausgespäht und übermittelt werden. Es ist allgemein bekannt, dass gerade bei schlecht verwalteten Servern, und das können durchaus auch sehr große Server sein, immer wieder User-Daten weitergegeben werden. Da passiert es, dass Passwörter, die natürlich eigentlich verschlüsselt gespeichert werden sollten, trotzdem irgendwo im Klartext vorhanden sind. Und das wiederum bedeutet schwierige Zeiten für diejenigen, die überall das gleiche Passwort verwenden. Macht das jemand? Ja, wahrscheinlich passiert das schon, dass man ähnliche Passwörter an verschiedenen Stellen verwendet. Und wenn es an einer Stelle erbeutet wird, könnte es sein, dass es woanders verwendet wird. Ziemlich viele Passwortkombinationen sind im Internet sogar schon vorhanden. Es gibt da Webseiten, Have I Been Porn zum Beispiel, wo man nachschauen kann, ob die eigene E-Mail-Adresse irgendwo schon mal erbeutet wurde. Und das ist ziemlich erstaunlich, was dabei rauskommen kann. Aus juristischer Seite, weil wir ja schließlich Juristen und nicht IT-Techniker in erster Linie sind, wer haftet eigentlich für Open Source? Man könnte jetzt annehmen, Open Source, weil es ja kostenlos ist,
hat auch keine Haftung. Und das stimmt zunächst einmal für die Entwickler von Open Source. Also die Leute, die freundlich Menschen von Apache das Projekt verwaltet haben und die dort contributed haben, haben große Disclaimer überall herangeschrieben, mit denen sie erreichen wollen, dass sie für Fehler der Software, und da können große Schäden aufkommen, nicht haftbar sind. Ob diese Haftungsbeschränkungen wirksam sind, ist nochmal eine andere Frage, die man tatsächlich in Frage stellen kann. Sollte man mal rausfinden, wer das eigentlich verbockt hat. Nun, die Leute, die das wahrscheinlich die letzten Monate und Jahre nicht gesehen haben. Aber in dem Moment, wo ein Unternehmen Open-Source-Software einsetzt und anderen zur Verfügung stellt, übernimmt dieses Unternehmen natürlich die Verantwortung für das Gesamtprojekt, die gesamte Software. Und das ist manchen Leuten nicht so bewusst, dass man nämlich die Haftung für Open-Source nicht ausschließen kann, wenn man sie einsetzt und weitergibt. Und das ist genau das Problem. Wenn man in so einer langen Beschaffungskette am Ende sitzt, dann möchte man am liebsten darauf vertrauen, dass der Zulieferer die Haftung für die Software und die Fehlerfreiheit übernimmt. Aber wenn einer nach dem anderen darauf vertraut, dass Open-Source-Software halt einfach da ist und jemand integriert ist, kann es sein, dass sich keiner so richtig verantwortlich fühlt. Wenn ich ein Produkt kaufe, zum Beispiel ein Computer, ein Handy, Software, dann sollte ich erwarten, dass die Fehlerfreiheit ein Gewährleistungsanspruch ist. Das führt aber nicht notwendigerweise dazu, dass ich auch einen Schadensersatzanspruch habe. Und jetzt kommen wir in den Punkt, wo wir Gewährleistung und Schadensersatzrecht voneinander trennen müssen. Kaufe ich eine Software, die einen Mangel hat, dann habe ich nur den Anspruch auf Nachbesserung, auf einen Patch, auf eine Nacherfüllung. Wenn ich allerdings eine Dienstleistung einkaufe, einen Werkvertrag und es wird schuldhafterweise, also durch Fahrlässigkeit, ein Fehler eingebaut, kann es durchaus sein, dass ich auch einen Schadensersatzanspruch habe. Bei mietrechtlichen Ansprüchen ist das sogar der Fall, ohne dass es einer Nacherfüllung bedarf. Okay, das wird jetzt ganz schön kompliziert. Was man sich einfach nur merken muss, ist, im Augenblick kommen viele Menschen zu Schaden und viele Leute sind in einer Situation, wo sie Schaden abwenden müssen. Und wenn ihr ein Unternehmen seid, die Log4j im Einsatz habt, dann ist, glaube ich, die erste Maßnahme hier am Anfang der Woche natürlich, den Schaden zu begrenzen. Und wir Juristen kommen dann irgendwann später rein und versuchen rauszufinden, wie man dann dafür verklagen kann. Bisher gilt die Regel: abschalten, was nicht nötig ist, suchen, wo was vorhanden ist und dann schnell eine Migrationsstrategie implementieren und die Sache tatsächlich ernst nehmen. In diesem Sinne, schönen Tag noch, bis später.